Und am Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Alles in Ordnung, mein Kind? Es war nichts, Onkel. Nur ein böser Traum. Wir sollten nach Hause gehen. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewarnt werden. Du glaubst mir doch, oder, Lea? Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Let's Play Together Diablo 3. Es ist mittlerweile 2 Tage da, wenn ihr das Video jetzt seht. Und mit dabei ist Jens und Bunny und ich. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal. Wir haben uns gerade ganz frische Charaktere gemacht, also wir haben schon alle ein bisschen gezockt. Oder auch ein bisschen mehr, je nachdem. Und wir fangen einfach mal an. Jetzt kommt das Intro. Die Götter sind in allem. Und überall erkenne ich Zeichen von Veränderung. Der Wind trägt eine unnatürliche Kälte mit sich. Und mein Volk beginnt unruhig zu werden. Nun kommt Feuer von den Sternen und versenkt die Gewölbe der Himmel. Ich muss den Willen der Patriarchen ausführen. Wenn sie sehen wollen, sehen sie durch mich. Wenn sie zuschlagen wollen, bin ich ihre Faust. Wenn sie das Licht der Wahrheit entzünden wollen, bin ich ihre Fackel. Sie haben mich an den Ort geschickt, an dem die himmlische Flamme niedergegangen ist. Mein Geist ist klar. Ich werde Tristram von den wandelnden Toten befreien, die nach dem Feuer kamen. Jo, wir sind jetzt in Akt 1. Es geht darum, das Böse zu vertreiben. Und, ja, gerade hat ein Freund von mir eine Errungenschaft erlangt. Ich könnte diese Nachrichten mal ausmachen, weil das etwas Nerven tut. Wo sieht man das denn hier? Erfolge, Tutorials anzeigen. Das brauchen wir schon mal nicht. Uhr anzeigen. Gegenstände automatisch anlegen. Erweiterte Tooltips, Wahlmodus.
Ich glaube, wir sollten mal warten. Ich glaube auch. So. Gut. Jens spielt den Dämonenjäger, ich spiele den Mönch und Bunny spielt einen, keine Ahnung was. Wizard? Ach ja, Zauberer. Und sie haben gerade schon ganze 2 Monster getötet. Ja, mehr getötet. Oh, waren dann halt 3. Der gefallene Stern hat das Gleichgewicht dieses Landes gestört. Er ist in Hauptmann Runford. Ja, wie war das nochmal mit Dialogen? Ich hab nichts mitgenommen. Ich auch nicht. Ich bin nicht schon die halben. Immer mehr. Der wollte einfach nicht mit uns reden. Er mag uns nicht. Bisher hat man nur 2 Attacken. Linke Maustaste eine Attacke und rechte Maustaste einfach nur Nahkampfangriff. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Und ja, hier gibt's einen Heiler. Da gibt's einen Händler. Hier gibt's die Kiste, die ist accountübergreifend. Und wir sollen jetzt hier in die Taverne. Beziehungsweise schon mal ein bisschen vorsorgen. Ich warte mal auf böse. Euch. Ich habe da nämlich sehr viel schon jetzt. Seid ihr Lea? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Hier wird nichts verwandelt, hier wird getötet, fertig, aus. So, das Gold hier und alles, das finden alle Leute, also wir können uns nichts gegenseitig wegnehmen. Schade. No. Und die Items droppen auch für alle. Also nicht die gleichen, sondern unterschiedliche, aber gut. Eure Stadt wird wieder sicher sein. Hab Dank. Oha. Ich kenn den. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Jetzt hat er natürlich an. Wie heißt der Film nochmal? Puh, Star Wars! Ah, Laserstrahl! Todesstrahl. Ich werde euch dabei helfen, die lebenden Toten Mann, zu bekämpfen. Mann, ich bin nicht spielweise von dem Diamant da gewöhnt. Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Das wird nicht mein Schicksal. Ich bin nicht um mit meinem Laserschwert. Ah, Hilfe! Ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Sie greifen die Barrikaden an! Der will irgendwie nie zu Ende reden, ne? Wir drücken ja nicht mal was weg. Ja, ich sag dir auch nur, der will nie zu Ende reden. So, jetzt habe ich den neuen Fertigkeiten-Slot. Das Menü für die Fertigkeiten öffne ich auf S. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. So. Jetzt habe ich auch noch ein neues Item. Rechtsklick, kann ich das anlegen. Und neues Wissen. Deckard Cain erzählt uns immer, oder irgendwer erzählt uns über die Monster. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind ja, das, ja, was die jetzt. Königin Asylas abgeschlachteten Kammerzofen übrig geblieben irgendwie. Ist, nachdem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und wirken sie wieder als lebende Tote hervor. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es gerade so ein bisschen am Lenken ist. Ja, die Server sind halt noch nicht gerade die besten. Mein Name ist Abt Al-Hazir, Abenteurer, Gelehrter und Forscher. Gestern sind ja erstmal die Server direkt abgekackt. Ich teile mein Wissen über diese unglaubliche Welt und ihre Kreaturen. Ich hab davon nichts mitbekommen. Ich nicht, aber manche Schriften. Also um 0 Uhr waren alle Server down. Größte Gefahr für mich selbst. Vor kurzem war ich in Kanduras und mein Zelt wurde von boshaften Stachelscheusern durchwühlt. Ich war in der Lage, sie mit meinen Schuhen die Flucht zu schlagen. Zufällig auch. Doch einem Mann geringerer Kühnheit hab nicht noch meine Woche weit schlechter. Schade. Yeah, ein Brunnen. Jo, mal runter. Gold. Gold. Ich finde den Roundhouse-Kick sehr witzig irgendwie. Bam! Oh Gott. Oh, geht. Laserstrahl! Immer schön, dass du das hast. In die Wand! Wie man hier sieht, der Mönch macht auch immer Kombos. Und irgendein Spacko ist beigetreten und man kann sie auch leider nicht kicken. Nee, leider nicht. Ein Level 30er tritt uns bei. Ja, irgendein Freund von Bunny. Ja, doch, mit dem haben wir eben auch gespielt, stimmt.
Das ist mich irgendwo. Ich habe ihm schon gesagt, dass er geht. Ein Mitglied der Gruppe ist fort. Oh, ein Mitglied der Gruppe ist fort. Etwas schwächer. Ja, ich würde jetzt gern raus und nicht die ganze Zeit zurücklegen. Und hier ist direkt der nächste. Ein feuchter Keller. Wartet auf mich. Oh yeah. Ich hab Angst im Dunkeln. Okay. Bam! In die Wand. Gott, ist das schlimm. Ich weiß nicht, warum es genau jetzt laggen muss. Weil. Ey, meine Attacke kommt nicht. Warte. Ach, richtig, Jens, wir nehmen auf. Das war's. Genau. Nein, ich möchte keinen neuen Kontakt hinzufügen. Verreck doch, Alter, sie muss die ganze Zeit kotzen. So, jetzt kann ich Schwert und Faustwaffe tragen. Habt ihr ja schon durch, das Ding? Moment, ist das Gold jetzt auch charakterübergreifend? Ja. Nein, das. Doch, nicht. Doch. Doch, ich hab nämlich meine 13.000 gerade zu behandeln. Ah. Das war in der Beta noch nicht so. War nur die Truhe. Level 3! Genau. Yeah. Es geht auf den Keks. Was denn? Dass die Erfolge ständig angezeigt werden. Oh ja. Oh jetzt kommt tausende Monster. Während ich in einer Höhle auf Schatz und wieder ein Tagebuch. Juhu, anhören. Ich eines entsetzlichen Anblicks gewahr. Ich höre mich direkt mal die. Unfassbarerweise begannen sie sich zu erheben, während ich sie nach Gegenständen von Wert durchsuchte. Ich muss in Neutristram davon berichten, bevor es zu spät ist. So, ich habe eine neue Fertigkeit. Oh, tödliche Reichweite fügt mit jedem Angriff mehreren Gegnern in der Reihe Schaden zu. Oder dann auf Feste, die ich schon von Anfang an hatte. Greift ein Ziel mit einer Abfolge schneller Schläge, die Gegner zurückstoßen. Guck mal, ich habe einen Bogen. Moment, bist du nicht Zauber? Ich kann nicht einen Bogen haben. Sieht aber etwas hässlich aus. Ach ja. Aber guck mal. Unnötig. Diablo-Kugel besteht hier so ein Stout von dem hier, ne? Yeah, der erste Boss. Oh mein Gott. Roundhouse-Kick. Kick die doch nicht durch die Gegend. Ich bin tot. Jetzt können wir hier noch alles durchsuchen. Big Punkt. Jetzt schickt er mir hier ein Messer für einen Zeremonienmeister. Das. Ich hab noch einen Keller gefunden. Oh, ist das viel zum Finden? Ich hab eine Holzachs gefunden. Wir müssen alles mal außen raus aufbauen. Ich komm mal mit. Ein Goblin! Nee. Hat jemand schon die Kiste gefunden? Nein, erstmal mit dem Keller. Wo ist der Goblin? Wo ist Goblin? Ja, bei mir im Keller. Na, Goblin. Bam! Ich glaube, der wollte sich einfach nicht mehr bewegen. War halt in den Spinnenweben gefangen. Ja, neues Wissen. Einige verschlagene kleine Goblins haben unsere Händler überfallen. Verfolgt man sie, so öffnen sie einfach Portale und verschwinden mit einem Kichern, das höchst ärgerlich macht. Das Landvolk glaubt, dass diese Goblins einem höheren Dämon dienen, der unter dem Namen Gier bekannt ist, und dass ihre Portale in sein Reich führen. Hm. Eine wahrhaft lächerliche Vorstellung. Ein Schild haben. Ah, vielleicht treffen wir nochmal auf den Dämon Gier. Bunny, kannst du uns da schon... Nein, du spoilerst uns nichts. Wir werden wahrscheinlich noch auf den Dämon Gier treffen, denke ich mal. So weit ist sie noch. So weit bin ich noch gar nicht. Alter, ich bin... Hallo, wo lang lauft die? Wir könnten das Portal hier nehmen. Wir durchsuchen noch erstmal die Gegend. Ja, machst du doch auch immer. Ah, die zwei Gold. Das Haus bricht zusammen. Hier ist die Kiste.
Enterprise-Typen fangen. Ich kann die wahre Natur des Bösen nicht mehr verleugnen, das aus den Tiefen unter der Kathedrale emporsteigt. Es ist beinahe zu fürchterlich, die Wahrheit einzugestehen. Es ist der Herr des Schreckens, Diablo selbst, der uns heimsucht. Neue Tristram. Nein, dann neue Quest annehmen. Kommt, lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Weil ich mir heimlich Sachen erstehen. Müsste ich. Warum hat sie jetzt schon wieder das Gespräch abgebrochen? Hab ich nicht. Mal, als ich, unter der Erde ich sagte sie, das war Lea. Du solltest sie dir mal ansehen. So traurig es für das Mädchen auch sein mag. So, erstmal Schmieden ausbilden. Nee, danke, gerade nicht. Ich möchte zum Wegpunkt und zu den alten Ruinen. Oh, ich folge dich mal. Ich pack mich mal direkt mal zu dir hin. Adria war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb über das Banner nicht, oder? Mein erstes Onkel Deckard hat mich großgezogen. Oh, ich hab doch schon ein bisschen was in der Ausrüstung. Ich laufe immer noch so rum wie vorher. Oh, ein verborgener Keller. Geh doch mal rein. Nein, 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 der ist böse. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Nicht. Ich habe ihn nie geglaubt. Ein Kessel! Meiner. Mein Heiltrank. Bam! Ich kann den Hauptmann nicht so wirklich wegkicken. Ich kümmere mich um die kleinen Viecher, so weg sind. Toll! Wie er es noch geschafft hat, uns einzufrieren. Meine Truhe. Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe. Yeah, ein Wurfspieß. Kann ich mir jetzt was mit braten? Ach nee, den soll ich erwerben. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ja, sie labert. Ich durchsuche die Kathedrale. Ihr bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Elden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was ich in seinem Aufruf. Oh, ich hab vergessen, Skype. Wille wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Zur Kathedrale. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Komm mal wieder hoch. Stufe 4. Buh.